Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Mit dem Vers aus dem Johannesevangelium begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem Online-Gottesdienst hier in der Kirche Erlenbach. Schön, dass Sie sozusagen über den Bildschirm in die Kirche gekommen sind und den Gottesdienst mitfeiern. Wir fangen den Gottesdienst an im Namen von Gott. Gott ist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Jesus Christus begleitet uns alle Tage und der Geist von Gott lockt uns über unsere Möglichkeiten raus. Amen. Hymne au Soleil, Hymne an die Sonne, heisst das Orgelstück von Louis Vierne, wo der Robert Metzger zum Eingang gespielt hat. Und das passt in doppelter Hinsicht sehr gut zum heutigen Predigttext. Einmal darum, weil auch der Predigttext ein Hymnus ist. Und zum Zweiten, weil die Sonne für den Anfang steht. Und der Anfang, der ist heute mein Thema. Er ist das schon an drei Sündig im Januar, wo ich den Anfang der Evangelien nachgegangen bin. Heute kommt jetzt das jüngste von den vier Evangelien dran, das Johannesevangelium. Der Anfang ist gleichzeitig der gewaltigste und der am schwersten, der am schwersten fassbar ist. Fangen wir jetzt aber an mit der Zuwendung zu Gott im Gebet. Gott, von allem Anfang an bist du bei uns. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang und darüber aus, wenn der Abendstern aufgeht. An jedem Tag, von allem Anfang an, leben wir verwöhnt aus deinen Quellen. An jedem Tag geht deine Sonne auf und bringt Licht in unser Leben. An jedem Tag füllst du unsere Hände neu mit dem, was wir brauchen, randvoll und grosszügig. Dafür danken wir dir. An jedem Tag schauen deine Augen auf uns, Gott. Du bist uns näher, auch wenn wir amigs denken, du seist weit weg von uns. Lass uns deine Nähe spüren, jetzt, wenn wir Gottesdienst feiern. Amen. Es gibt Texte, die muss man immer und immer wieder lesen oder hören. Mit der Zeit kennt man es vielleicht sogar auswendig und man hängt an ihren Worten. Man ringt aber immer noch ums Verstehen. So ein Text ist der Anfang vom Johannesevangelium. Tausendfach gesagt, verarbeitet, vertont, erklärt und doch zuletzt unerklärlich.
Und weil es eine Bibelstelle ist, die eben so viel zitiert wird, hat man sie in einer bestimmten Übersetzung im Ohr. Ich lese sie darum nach der Luther-Übersetzung. Wir hören das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihnen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein Beginn ist also so ein zeitlicher Einschnitt. Dagegen kommt Anfang von Anfahren, was so viel heisst wie anpacken, ergreifen. Der Anfang beinhaltet also eine gestaltende, schöpferische Komponente. Und wenn jetzt der Luther sich für das Wort Anfang entscheidet, dann sagt er damit etwas, wo Gott die Welt in die Hand genommen hat, wo er sie angefangen hat zu gestalten und zu formen, da hat er ihr die schöpferische Kraft vom Wort mitgegeben. Am Anfang war das Wort. Es lohnt sich, den ersten Satz so genau anzuschauen. Er ist nämlich Programm. Und nicht nur er, sondern der ganze Prolog hat die Funktion von einer Lektüre-Anweisung. Er bereitet die Leserschaft darauf vor, das Evangelium, das dann nachher kommt, richtig zu verstehen, beziehungsweise im Sinn von seinem Autor zu verstehen. Wie eine Ouvertüre bei einer Oper zum Beispiel, nimmt der Prolog sozusagen die Melodie vorweg, die dann die Erzählung bestimmt. Der Vergleich mit der Musik ist übrigens gar nicht so abwegig. Der Prolog unterscheidet sich nämlich auch in der Form vom Rest vom Evangelium. Er ist ein Hymnus, ein Lied in 3 Strophen. So ganz einig ist sich die Forschung da zwar nicht, aber es wird weitum angenommen,
dass der Hymnus unabhängig vom Evangelium entstanden ist, dass es ihn also schon gegeben hat und der Autor, der Johannes, hat ihn übernommen und angepasst und eben vorne dran gestellt an sein Evangelium. Und es ist gut möglich, wir wissen es nicht, aber es kann sein, dass der Hymnus auch gesungen worden ist in den urchristlichen Gottesdiensten. Das Lied, das steht jetzt eben als Prolog vor unserem Evangelium. Was da ganz speziell Sinn macht, weil der Begriff Prolog, der besteht aus dem griechischen Wortteil pro, für vor, und logos, für Wort. Und genau um den Logos, um den geht es jetzt da ja im ersten Satz. In der neuen Zürcher Übersetzung hört man das auch noch auf Deutsch. Am Anfang war das Wort der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. Das macht drum Sinn, weil das griechische Wort Logos sehr viel mehr heisst als unser deutsches Wort. Schon am Goethe sein Faust kämpft mit dieser Übersetzung. Mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen, sagt er. Mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Gesagt, getan, er schlägt die Bibel auf und landet dann genau an unserer Stelle. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Der Faust probiert dann zuerst mit «Im Anfang war der Sinn». Dann mit «Im Anfang war die Kraft». Und er landet schließlich bei «Im Anfang war die Tat». Da redet der Dichter von der Aufklärung. Und zielt an seiner Vorlage vorbei, würde ich sagen. Das letzte Mal wird nämlich keine deutsche Übersetzung im griechischen Logos gerecht. Der griechische Philosoph Heraklit hat schon ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung den Logos als Inbegriff von allem Sinnhaften und Vernünftigen gepriesen. Gott und sein Wort. Unabdingbar haben die schon in der Antike die beiden zusammengehört. Und das Judentum, das auch geprägt war durch das griechische Denken, hat das Wort von seinem Gott in der Tora gefunden. In diesen Worten, die Gott an Mose am Sinai mitgegeben hat und die in der Bundeslade aufbewahrt worden sind. Bis heute ist der Ort, wo die Torarollen in den Synagogen aufbewahrt sind, der ehrfürchtig gehütete Ort der Anwesenheit von Gott. Im Anfang war das Wort der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. Mit dieser Formulierung erreicht der Autor vom 4. Evangelium die Grenze von dem, was man sagen kann. Das ist verrückt, wenn man bedenkt, dass es sich ja um den Einstieg in ein Buch handelt. Der Ort im Text, wo man als Leserin eigentlich müsste abgeholt und eingeführt werden. Wie beim Lukas zum Beispiel, der zuerst die Vorgeschichte von Jesus in seiner Geburt erzählt, für das man dann die Säbe auch richtig einordnen kann. Oder wie bei Matthäus, der das Gleiche macht, einfach auf ein bisschen eher langweilige Art, mit dem Aufzählen vom Stammbaum. Oder auch der Markus, der zwar spät einsetzt, der Jesus ist schon erwachsen, aber doch durch seine Erzählung schnell klar macht, um was es geht. Da jetzt ganz ein anderer Anfang. Der Anfang holt einem überhaupt nicht ab. Und doch funktioniert er. Der Text wird nicht weggelegt, weil man ihn nicht versteht. Im Gegenteil. Heute noch verbricht man sich den Kopf darüber, wie man ihn verstehen soll.
Das machen dann wenige Texte der Weltliteratur nach. Nicht nur der Anfang ist anders, das ganze vierte Evangelium ist anders als die anderen drei. Ein Grund dafür ist, dass es sich eigentlich von hinten gegen vorne liest. Da wird keine Biografie aufgezeichnet, sondern der Jesus ist von allem Anfang an der Christus. Die Erfahrungen am Ende von seinem irdischen Leben, Passion und Auferstehung, die sind schon von Anfang an mit präsent. Und wer den Prolog gelesen hat, der weiß, durch welche Brille man schauen muss beim Weiterlesen. Am Anfang war das Wort der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und von Gottes Wesen war der Logos. Liebe Gemeinde, ich kann nicht behaupten, ich hätte verstanden, was damit genau gemeint ist. Aber ich spüre, dass die Worte eine tiefe Wahrheit drin haben. Und ich kenne die Macht der Worte. Sie können zerstörerisch sein, aber auch heilen. Worte können Welten entstehen und sie können Trost spenden. Worte erlauben es uns, in der Zeit zurückzureisen und fürschi, zurück zu den Anfängen und führen in die Zukunft. Worte verbinden uns mit Menschen, die physisch nicht anwesend sind. Sie sind uns gerade darum, gerade jetzt in dieser Zeit von körperlicher Distanzierung, eine grosse Hilfe. Und in ihnen allen, in allen Worten, steckt das eine erste Wort, das Gott uns gegeben hat. Das Wort, das unser Leben erst möglich macht. Dichterin Rose Ausländer sagt es so. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott gab uns das Wort und wir wohnten im Wort. Und das Wort ist unser Traum und der Traum ist unser Leben. Amen. Wir werden still zum Gebet. Du Gott vom Anfang, mit dir wollen wir gehen, in dieser Zeit, wo Müdigkeit sich breit macht und Verzagtheit. Das Wort war bei dir. Du hast sie in die Welt hineingegeben, und du wirst es nie zurücknehmen.
mit dir wollen wir gehen. Du hast Jesus Christus das Kreuz vorangetragen und damit Leid und schwere Zeit menschenwürdig gemacht. Wir wollen probieren, den Mut dazu zu haben, dir nachzugehen, auch wenn uns niemand versteht. Mach uns zu Menschen, die aus deiner Liebe leben und darum fähig sind, Liebe weiterzugeben, besonders an die, die den Traum von ihrem Leben aufgegeben haben. Alles, was uns beschäftigt, legen wir rein in die Worte, die uns biblisch überliefert sind und wo wir in Verbundenheit mit Glaubenden von allen Zeit und Ort beten können. Ganz gleich, wo wir jetzt gerade sind. Ich lade Sie ein, mitzubeten und einzustimmen ist unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er machte die beiden großen Lichter. Das Größere für die Herrschaft über den Tag und das Kleinere für die Herrschaft über die Nacht. Und die Sterne. Mit einem von diesen Sternen, mit dem Étoile du Soir, wird der Gottesdienst jetzt dann ausklingen. So gehen Sie weiter in Ihrem Leben mit dem Blick auf die Sterne, mit dem Vertrauen auf das Wort von Gott und mit seinem Segen. Gott behüte euren Ausgang und Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.